Die ahnungslose 17-jährige Joy Newsom wurde von einem alten Mann angesprochen, der sie um Hilfe bat. Leider war dies der Beginn ihrer 7-jährigen Gefangenschaft, als sich der Mann als opportunistischer Entführer entpuppte. Jetzt, als Frau und Mutter eines kleinen Jungen, gelingt es Joy und ihrem Sohn, sich an ihr Leben in einem geschlossenen Raum zu gewöhnen. Werden sie jemals über die vier Wände des Zimmers, das ihr Zuhause geworden ist, hinausblicken können? Sie weiß nicht einmal, ob ihr früheres Leben eine Pause eingelegt hat, als sie verschwand. Ist alles beim Alten geblieben, oder werden sie ihren Platz in der neuen Welt, die sie erwartet, wiederfinden müssen? Eine Welt, die im Vergleich zu The Room offen und grenzenlos ist. In einer düsteren Atmosphäre und einem gemütlich aussehenden Bett erwacht ein Junge aus dem Schlaf. Seine Mutter bestätigt ihm, dass es kurz vor Tagesanbruch war und sagt ihm, er solle wieder schlafen gehen. Der Junge, der Jack genannt wird, erzählt die fantasievolle Geschichte, wie er auf die Welt gekommen ist, und seine Ma, die von Brie Larson als Joy Newsom dargestellt wird. Ihm zufolge kam er durch die Fernsehleute aus dem Weltraum und sauste durch das Dachfenster im Zimmer vom Himmel herab. Aber wer ist dieses kleine Mädchen, das aus dem Schlaf erwacht? In Wirklichkeit war es Jack, ein kleiner Junge mit langen Haaren, die ihm bis über die Schultern reichen, der jetzt 5 Jahre alt wird. Aufgeregt erzählt er seiner Mutter von seinem Geburtstag und begrüßt sogar jede Kleinigkeit in ihrem 10x10 Fuß großen, baufälligen Zimmer, von der Lampe bis zum Tintenklecks auf dem Teppich. Am Frühstückstisch hält sich Ma den Mund zu und bemerkt, dass ihr Zahn wieder schmerzt, worauf Jack sagt, wenn es dich nicht stört, macht es auch nichts. Ma verrät, dass sie einen Geburtstagskuchen für ihn backen werden, genau wie im Fernsehen, aber in echt. Dann beginnen sie mit ihrer täglichen Routine, sie putzen sich die Zähne, dann räumt Joy auf, während Jack im Fernsehen Zeichentrickfilme anschaut, und später leitet sie den Jungen zu Yoga-Übungen an, obwohl sie auf engem Raum sind. Sie bringt ihn sogar zum Üben, indem sie ihm scherzhaft sagt, er solle die Wände von einem Ende zum anderen berühren. Diese herzerwärmende Szene zeigt, wie Eltern sich bemühen, ihre Kinder so gut wie möglich zu versorgen. Sie teilen sich ein Bett, eine Toilette, eine Badewanne, einen Fernseher und eine einfache Küche, das einzige Fenster ist eine Dachluke. Nachts backen sie den Kuchen, wobei Jack begeistert mit anpackt. Obwohl der Kuchen aufgrund ihrer begrenzten Situation klein und einfach ausfällt, scheint Jack damit zufrieden zu sein. Jetzt fehlen nur noch die Kerzen, aber Ma sagt, dass sie keine haben, was das Geburtstagskind verärgert. Jack sagt, dass sie bei ihrem letzten Sonntagsvergnügen einfach von Old Nick darum hätten bitten können und nicht um die Jeans und weigert sich, den Kuchen zu essen. Im Laufe der Geschichte stellt sich heraus, dass sie in Wirklichkeit von Old Nick, Jacks leiblichem Vater, gefangen gehalten werden, der Joy vor 7 Jahren entführt hat und sie regelmäßig vergewaltigt, während Jack im Kleiderschrank schläft. Der alte Nick wusste nicht einmal, dass Jack Geburtstag hatte und sagt, dass er ein Spielzeug gekauft hätte, wenn er es gewusst hätte. Trotz ihrer Situation versucht Joy, für Jack stark und optimistisch zu bleiben, aber wegen ihrer Unterernährung und Depressionen wird es jeden Tag schwieriger. Sie lässt den kleinen Jungen in dem Glauben, dass das einzig Wahre der Raum und sein Inhalt sind, dass der Rest der Welt nur ein Bild im Fernseher ist, das von Menschen verwaltet wird, die er für Außerirdische hält. Dennoch lässt sie nichts unversucht, ihm mehrere Lektionen zu erteilen und sich gut um ihn zu kümmern. Jack hingegen ärgert sich manchmal über seine Ma, weil sie nicht viel haben. Ein Kuchen ohne Kerzen zum Geburtstag und jetzt nur ein Stück Toast zum Abendessen. Mehr noch, er hat kein Geschenk bekommen, weil sie Old Nick nichts von seinem Geburtstag erzählt hat. In den folgenden Tagen teilt ein verärgerter Old Nick Joy mit, dass er seinen Job verloren hat und vielleicht nicht mehr in der Lage ist, ihre Vorräte zu bezahlen. Das war, nachdem er Joy ironisch gesagt hatte, dass Denken noch nie ihre Stärke war, obwohl sie gerade aus Versehen einen Toast verbrannt hatte. In dieser Nacht, als Old Nick mit seiner Mutter im Bett schläft, wird Jack von Neugierde gepackt und kommt aus dem Schrank. Als Joy aufwacht und die beiden entdeckt, erschrickt sie und schlägt den alten Nick weg. Der alte Mann stürmt aus dem Raub und lässt Jack weinend und traumatisiert zurück, der verspricht, es nie wieder zu tun. Zur Strafe hat er ihnen die Heizung und den Strom abgestellt, was dazu führt, dass beide am nächsten Tag mit eisigem Atem aufwachen. Jack sagt unschuldig, dass er ein Drache sei und sie versuchen, die Kälte zu überwinden, indem sie sich unter die Decken kuscheln. Joy beschließt dann, Jack etwas über die Außenwelt beizubringen, worauf er mit Unglauben, Unverständnis und Interesse reagiert. Obwohl er erst 5 Jahre alt war, glaubt Joy, dass er jetzt alt genug ist, um die Wahrheit zu erfahren. Sie erzählt ihm von der Außenwelt und wie Old Nick sie mit einem Trick dazu brachte, einem nicht existierenden Hund zu helfen, sie zu fangen.
Jack fiel es schwer, die Idee einer Welt jenseits der vier Wände des Zimmers zu begreifen. Für ihn waren die Menschen nicht real und seine Ma erzählte nur Lügen. Als der Strom wieder da ist, denken sie sich einen Fluchtplan aus, bei dem der arme kleine Jack eine große Rolle spielt. Sie bittet Jack, wegen der eisigen Kälte Fieber vorzutäuschen, in der Hoffnung, dass Old Nick ihn in ein Krankenhaus bringt, damit er die Behörden benachrichtigen kann, aber Old Nick behauptet, er werde am nächsten Tag mit den benötigten Medikamenten zurückkommen. Nachdem dieser Plan fehlgeschlagen ist, beschließen sie, so zu tun, als sei Jack aufgrund der unbeaufsichtigten Unterkühlung und des Fiebers gestorben. Joy wickelt Jack in einen Teppich und lässt ihn so tun, als sei er tot, in der Hoffnung, dass Old Nick ihn aus dem Zimmer holt. Als Ma den kleinen Jungen darauf hinweist, was er tun soll, wenn er draußen ist, beginnt auch Jack zu verstehen, dass die Fernsehleute tatsächlich real sind. Der alte Nick glaubt an den Trick, lädt Jack auf die Ladefläche seines Pickups und fährt durch eine ruhige Gegend. Obwohl er von seiner ersten Begegnung mit der Außenwelt überrascht ist, windet sich Jack aus dem Teppich und klettert aus dem Fahrzeug, was die Aufmerksamkeit eines Fremden erregt, der mit seinem Hund in der Nähe war. Der alte Nick versucht erfolglos, Jack zurück in seinen Wagen zu bringen. Schließlich lässt er Jack im Stich und rennt vom Tatort weg, während der Mann droht, die Polizei zu rufen. Die Polizisten treffen ein und bringen Jack in Sicherheit, wo sie ihn befragen. Jack verliert jedoch den Zettel mit dem Namen seiner Mutter und sagt, er habe den Namen von Joy vergessen. Dank der Hartnäckigkeit der Polizistin und des Stücks von Joys Zahn, das Jack im Mund hatte, konnte sie wichtige Informationen über den Aufenthaltsort von Room herausfinden. Auch Joy wird von der Polizei entdeckt, die sie und Jack in ein Krankenhaus bringt. In der folgenden Szene wacht der kleine Junge auf und wird von großen Fenstern und einem geräumigen Krankenhauszimmer mit Blick auf eine belebte Stadt begrüßt. Das war ein ziemlicher Kontrast zu dem beengten und düsteren Zimmer. Er entschuldigt sich sogar bei Ma, als er erfährt, dass er in sein Bett gemacht hat. Im Gegensatz zu früher, wo sie mit den wenigen Mitteln auskommen mussten, die sie hatten, sagt Joy, dass sie sich keine Sorgen machen muss und einfach neue besorgen wird. Der alte Nick wird aufgegriffen und verhaftet. Es mag den Anschein haben, dass dies das Ende des Films ist, aber es ist nur der Beginn eines neuen Abschnitts im Leben von Joy und Jack. Joy ist wieder mit ihrer Familie vereint und erfährt, dass ihre Eltern geschieden sind und ihre Mutter, die von Joan Allen gespielt wird, einen neuen Liebhaber, Leo, hat. Sie kehrt mit Jack in das Haus ihrer Kindheit zurück, in dem ihre Mutter und Leo leben. Der Junge möchte das Haus erkunden und mehr über das Haus erfahren, von dem Joy ihm immer Geschichten erzählt hat. Im Gespräch mit seiner Großmutter flüstert Jack, dass er sein langes Haar nicht abschneiden will, weil es ihm Stärke verleiht, wie Samson in der Bibel. Während eines Familienessens versuchen alle anderen, sich zu unterhalten, die Großmutter, Ma und Mas Stiefvater Leo, bis auf den Großvater. Joys leiblicher Vater, William Hamezi, weigert sich, Jack als sein Enkelkind anzuerkennen und reist ab. Es fällt ihm schwer, zu akzeptieren, dass seine Tochter von einem Entführer vergewaltigt wurde. Ma und Jack haben Mühe, sich an das Leben außerhalb von Room zu gewöhnen. Das kleine Kind spricht nur mit seiner Mutter und äußert sogar den Wunsch, nach Room zurückzukehren. Joy leidet unter Melancholie und Verbitterung, schlägt ihre Mutter und ist besorgt über Jacks mangelndes Engagement für echte Dinge. Auf Empfehlung des Anwalts der Familie willigt Joy in ein Fernsehinterview ein, ist aber empört, als der Reporter ihre Entscheidung kritisiert, das Baby Jack zu behalten, anstatt ihren Entführer zu bitten, ihn in ein Krankenhaus zu bringen, damit er die Chance auf ein normales Leben hat. Die Reporterin wirft ihr außerdem vor, dass Ma Jack nur deshalb gefangen hielt, weil sie sich danach sehnte, nicht allein zu sein, was egoistisch sei. Aus diesem Grund fällt Joy in ein tiefes Loch der Depression und des Selbstmitleids. Sie beginnt, Jack gegenüber aggressiv zu werden und ihn zu zwingen, mit den Spielsachen zu spielen, die ihm von den Menschen geschenkt wurden. Jack ist daran nicht interessiert und möchte nur mit Ma zusammen sein. Danach gerät Ma in einen Streit mit ihrer Großmutter, die versucht, den Jungen zu verteidigen. Joy, die an die Grenzen ihres Verstandes gestoßen ist, geht auf ihre Mutter los, die ihr Leben weiterführen konnte, als ob Joy nicht verschwunden wäre. Sie sagt sogar, dass sie wegen der anhänglichen Art der Großmutter, die sie immer ermutigte, nett zu den Menschen zu sein, dazu verleitet wurde, einem Mann zu helfen. Joy unternimmt daraufhin einen Selbstmordversuch, indem sie einen Haufen Tabletten schluckt. Wäre Jack nicht gewesen, hätte man sie nicht rechtzeitig bewusstlos auf dem Badezimmerboden entdeckt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der Junge bleibt dann allein zu Hause bei seiner Großmutter und seinem Stiefgroßvater Leo, der sehr nett zu ihm war und es ihm gemütlich machte. Jack vermisst seine Mutter, aber er gewöhnt sich an sein neues Leben.
Er knüpft Beziehungen zu seiner neuen Familie, lernt Lees Hund Seamus kennen und freundet sich mit einem Jungen in seinem Alter an. Obwohl er ihn nicht kennt, führt Jack ein kurzes Gespräch mit Ma. Jack bittet seine Großmutter, ihm sein langes Haar abzuschneiden, damit er es Joy schicken kann, weil er glaubt, dass es ihr die Kraft gibt, die sie zur Heilung braucht. Die Großmutter schneidet dem kleinen Jungen daraufhin die Haare und erklärt, dass sie ihm schon immer die langen Haare schneiden wollte, was Jack mit den Worten "Ich liebe dich, Großmutter" quittiert. Joy kehrt nach Hause zurück, entschuldigt sich für ihren Selbstmordversuch und dankt Jack dafür, dass er ihr wieder einmal das Leben gerettet hat. Wenn man es genau nimmt, war der Junge schon immer der Anker der Mutter, in ihren tiefsten Momenten war er immer da, um ihre Stimmung zu heben und sie anzuspornen, über alle Herausforderungen, die ihr gestellt werden, hinauszuwachsen. Am Ende des Films fangen Mutter und Sohn an, das Leben anzunehmen und gehen einer Reihe von Aktivitäten nach, die ihnen gefallen. Auf Jacks Wunsch hin besuchen sie ein letztes Mal Room, während sie von Polizisten eskortiert werden. Jack ist verwirrt, er glaubt, dass der Raum geschrumpft ist und dass er bei offener Tür ein anderer Ort ist. Daraufhin antwortet Ma, dass die Polizei die Sachen weggenommen hat, um zu beweisen, dass sie dort waren. Er und Joy verlassen den Raum, nachdem sie sich von ihm verabschiedet haben. Genau wie am Anfang schenkt Jack jedem kleinen Gerät und jeder Vorrichtung in Room seine Aufmerksamkeit. Aber dieses Mal sagt er nicht "Guten Morgen", sondern verabschiedet sich von ihnen allen. Dieses Filmdrama aus dem Jahr 2015 wurde von der irisch-kanadischen Schriftstellerin und Drehbuchautorin Emma Donoghue geschrieben. Er behandelt Themen wie Missbrauch und Trauma, aber das Hauptaugenmerk liegt darauf, dass die Mutterliebe eine starke Antriebskraft für Frauen überall ist. Unabhängig von den Umständen wird eine Mutter immer danach streben, das Beste für ihr Kind zu geben und sogar der Gefahr direkt in die Augen zu sehen, nur um sich um sie zu kümmern. Es ist unbestreitbar eine Ode an die Elternschaft, die zu Beginn herzzerreißend sein mag, aber das Ende wird immer eine lohnende Erfahrung sein.